Hier kommt was, nachdem ich schon eine Weile gesucht habe. 9 Gehirnübungen, mit denen du deinen Verstand kräftigst. Quasi Liegestütz für die Denkmuskeln. Wer hätte gedacht, dass spezielle Gymnastikübungen mit den Fingern dein Gedächtnis verbessern, deine Aufmerksamkeit und Konzentration schärfen und die Gesundheit deines Gehirns steigern könnten? Bevor du aber alles über diese Übungen erfährst, klick kurz auf Abonnieren und läute die kleine Glocke, um mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Okay, diese Fitnessübungen fürs Gehirn wurden von Yoshiro Tsutsumi entwickelt, einem japanischen Forscher und Autor des Buches Finger Self Massage bei Yoshiro Tsutsumi. Starting from scratch. Der darin beschriebene Satz einfacher Übungen zielt auf die Verbesserung deines allgemeinen Wohlbefindens ab, sowie auf die Unterstützung deiner Gehirnfitness. Wenn du dieses kurze Fingerworkout jeden Tag wiederholst, wandert die dadurch ausgelöste Stimulation von deinen Fingern direkt ins Gehirn, verjüngt deinen ganzen Körper und lässt deinen Kopf effektiver arbeiten. Jede Fingerspitze besitzt mehr als 3000 Mechanorezeptoren, die als eine Art Autobahn zu deinem Gehirn fungieren, besonders zu seinem sensorischen Kortex. Wenn du deine Finger trainierst, verbesserst du die Synapsenverbindungen und lässt die Neuronen aufflackern, was großartig für die Funktionsweise deines Gehirns ist. Wie bei jedem anderen Fitnessprogramm gibt es auch hier ein paar Aufwärmübungen. Übung Nummer 1. Atme tief durch die Nase ein. Beug deine Ellbogen und heb deine Finger auf Augenhöhe. Deine Handflächen sollten aufeinander zeigen und deine Finger sollten sich berühren. Atme durch den Mund aus und senk deine rechte Hand ein wenig ab. Zur gleichen Zeit solltest du die Finger der linken Hand beugen und damit die Fingerspitzen deiner rechten Hand abdecken. Das Ganze sollte aussehen, als würdest du versuchen, eine Hand zu fassen, die abwärts rutscht. Atme jetzt durch die Nase und strecke die Finger deiner linken Hand. Beweg gleichzeitig die Fläche deiner rechten Hand nach oben und bedecke die Fingerspitzen deiner linken Hand mit den gebeugten Fingern der rechten. Wiederhole diese Übung 15 Mal. Deine Atmung sollte etwas schneller arbeiten als üblich. Das Wichtigste ist, dass du die Übung sachte ausführst und nicht hetzt. Versuch, deine Hände nicht abzusenken und koordiniere deine Bewegungen und deine Atmung. Übung Nummer 2. Halt deine Hände vor der Brust. Deine beiden Handflächen sollten sich berühren. Auch deine Handgelenke solltest du aneinander drücken. Es sollte keinerlei Anspannung herrschen und du solltest dich wohlfühlen. Atme ein paar Mal ganz normal ein und aus. Das gibt dir Gelegenheit, vor den folgenden schnellen Bewegungen deine Konzentration zu sammeln. Während du in der gleichen Position bleibst, reiß deine Handgelenke schnell auseinander. Spreize zeitgleich deine Finger. Nur noch die Fingerspitzen sollten sich berühren. Führe deine Handflächen danach wieder zusammen und nimm einen kurzen Atemzug durch den Mund. Deine Finger sollten gespreizt bleiben. Führe deine Handflächen wieder so auseinander, dass nur noch deine Fingerspitzen sich berühren und atme gleichzeitig aus. Während du deine Fingerspitzen zusammendrückst, dreh die Handgelenke so, dass deine Mittelfinger auf deine Brust zeigen. Wiederhol die gesamte Bewegung in dieser Position. Wiederhol jede Bewegung mindestens 10 Mal. Deine Atmung sollte rhythmisch sein und deine Finger sollten so weit gespreizt sein wie möglich. Übung Nummer 3. Während du ganz wie im Alltag rhythmisch ein- und ausatmest, heb deine Arme mit gebeugten Ellbogen zum Mund. Deine Handflächen sollten dir zugewandt sein und deine kleinen Finger sollten sich berühren. Atme vollständig aus und halte dann für ein paar Sekunden die Luft an. Atme danach durch die Nase ein, während du all deine Finger nacheinander beugst. Beginn mit dem Daumen der rechten Hand und hör mit dem der linken Hand auf. Nachdem du all deine Finger gebeugt hast, atme durch den Mund aus und streck all deine Finger nacheinander. Fang dieses Mal mit dem Daumen der linken Hand an. Wiederhol diese Bewegung mindestens 10 Mal. Achte darauf, dass du jeden Finger vollständig und sorgfältig beugst und streckst. Übung Nummer 4.
Für diese Übung brauchst du 4 Walnüsse. Ich warte hier, hol du kurz deine Nüsse. Alles klar? Alles klar. Du kannst statt einer Walnuss auch irgendeine andere Nuss nehmen, die groß genug ist, um ihren Job zu erfüllen. Nimm eine Walnuss und roll sie über deine linke Handfläche, während du mit der rechten Handfläche darauf drückst. Du musst so auf die Walnuss drücken, dass sich die Bewegung etwas Anstrengung kostet. Mach diese Übung mindestens 1 Minute lang. Dreh die linke Hand und roll die Nuss jetzt über den Handrücken. Du solltest weiter mit der rechten Handfläche darauf drücken. Mach das etwa 1 Minute lang. Nimm jetzt 2 Walnüsse in jede Hand und roll sie in einer Kreisbewegung herum. Dabei solltest du die Walnüsse in deiner rechten Hand im Uhrzeigersinn und die in deiner linken Hand dagegen bewegen. Versuch auch das wieder 1 Minute lang zu machen. Das sind die beliebtesten Übungen mit Nüssen. Solche Rollbewegungen beruhigen nervöse Anspannung, senken Ängste und lindern Gefühle von Unzufriedenheit. Aber noch viel wichtiger, sie verhindern das Altern deines Gehirns und erhöhen die Lebenserwartung. Wenn das Gehirn älter wird, nehmen dein Erinnerungsvermögen, deine Aufmerksamkeitsspanne und deine Konzentration ab. Glücklicherweise kann dir dieses Finger-Workout bei diesem Problem helfen. Die folgenden Übungen werden helfen, dein Gedächtnis zu verbessern. Übung Nummer 5. Presst zuallererst die Spitzen des Daumens und des Zeigefingers der rechten Hand fest zusammen. Du solltest den obersten Teil deines Zeigefingers leicht biegen. Wiederhol die gleiche Bewegung nacheinander mit deinem Daumen und deinem Mittelfinger, deinem Ringfinger und deinem kleinen Finger. Wiederhol diese Übung mit jeder Hand 20 Mal. Übung Nummer 6. Drück die Spitze deines rechten Daumens abwechselnd auf den unteren Teil deines rechten Zeigefingers, Mittelfingers, Ringfingers und Kleinfingers. Bei dieser Übung solltest du etwas Kraft aufwenden. Wenn du diesen Bewegungsablauf 20 Mal durchgeführt hast, mach das gleiche mit der linken Hand. Übung Nummer 7. Diese Übung steigert deine Aufmerksamkeit und Konzentration. Mach mit der linken Hand eine lockere Faust. Die Finger deiner rechten Hand sollten gestreckt und zusammen sein. Leg die Fingerspitzen deiner rechten Hand an den unteren Teil deines linken kleinen Fingers. Wechsel danach die Hände. Deine rechte Hand sollte eine Faust bilden und die Fingerspitzen deiner linken sollten den unteren Teil deines rechten kleinen Fingers berühren. Wiederhol diese Bewegung für jede Hand abwechselnd, so schnell und akkurat wie du kannst. Mach mit jeder Hand mindestens 10 Wiederholungen. Denk dran, jedes Mal, wenn du die Hände wechselst, durch den Mund auszuatmen. Wie du inzwischen weißt, steht dein Gehirn in enger Verbindung mit deinen Händen. Da die meisten Menschen eine dominante Hand haben, ist die Gehirnhälfte, die mit dieser verbunden ist, stärker ausgeprägt als die andere. Daher haben Linkshänder und Händerinnen eine aktivere rechte und Rechtshänder und Händerinnen eine stärker entwickelte linke Gehirnhälfte. Um beide Hälften zu aktivieren, kannst du folgende Übungen durchführen. Übung Nummer 8. Versuch alltägliche Tätigkeiten wie Zähneputzen, Essen, Türen öffnen oder Schreiben mit deiner nicht dominanten Hand auszuführen. Dadurch können sich neue Verbindungen zwischen den beiden Hälften deines Gehirns entwickeln, was zu einer gesteigerten Aktivität der weniger starken Hälfte führt. Übung Nummer 9. Schreib öfter mit der Hand. Diese Tätigkeit liefert die perfekte Gehirnstimulation und verbessert die Neuroplastizität. Spezialistinnen empfehlen diese Methode häufig Patienten und Patientinnen, die Gedächtnisprobleme haben oder an Demenz leiden. Auf diese Weise, zum Beispiel indem du Tagebuch führst, verbesserst du dein Gedächtnis und deine Hirnfunktion. Und zusätzlich kannst du wichtige Momente in deinem Leben aufschreiben. Win-win, oder? Was ist mit dir? Kennst du noch andere Methoden, um dein Gehirn aktiv und deinen Verstand scharf zu halten? Falls ja, weißt du ja, was zu tun ist. Schreib's uns unten in die Kommentare. Das Video hat dir gefallen? Dann zeig's uns und gib uns ein Däumchen hoch. Vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.